Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin Patty von kartinvestor.de und heute machen wir einfach mal für 100 Euro Pokémon-Packs auf, schauen, was wir für Karten ziehen können und natürlich, was wir am Ende für einen Wert rausbekommen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes aufnehmen, aber dann habe ich zufällig noch eine ETB von Zenith der Könige gefunden und ich dachte mir wirklich, ich habe daran zurückgedacht, wie schlecht ich aus diesem Set gezogen habe mit Fritz. Wir haben wirklich so viel Minus gemacht, nicht eine schöne Karte gezogen und wirklich unfassbar viel geöffnet. Und ich habe mir gedacht, das ist die letzte Box, die ich habe. Ich gebe dem Set nochmal eine Chance und gucke, was da so drin ist. Habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, deswegen habe ich extrem Bock drauf gehabt. Natürlich gibt es auch ein kleines Gewinnspiel. Regeln erkläre ich gleich während des Öffnens. Und wie immer, Leute, seid ihr herzlichst eingeladen zu unserem Sonntagsstream. Wir starten diesmal um 16 Uhr und ich denke, das wird für die Zukunft auch so bleiben. Also jeden Sonntag ab 16 Uhr öffnen wir Pokémon, Yu-Gi-Oh! One Piece, so viel ihr wollt, so lange ihr wollt. Ihr müsst einfach nur einschalten, ihr könnt auch live während des Streams einkaufen, also ganz entspannt, wir machen immer Gewinnspiele, Aktionen, alles, ihr könnt Fragen stellen, was ihr wollt, Leute, es gibt wirklich viel zu bereden, wie immer, und ich würde sagen, genug gewartet, los geht's. Ich zeige euch einmal, was ich für die 100 Euro bekommen habe. Danach gibt es die Gewinnspielregeln. Eine ETB von Zenith der Könige, sehr, sehr cooles Produkt, 60 Euro ungefähr. Dann zwei Einzelbooster, so ein 5er das Stück ungefähr, manchmal 6 Euro. Und zwei 3er Blister, jeweils 15 Euro von Entwicklung in Paldea. Ich öffne immer nur Englisch, aber eigentlich ein sehr cooles Set, sehr coole Pullwets, finde ich eigentlich stabil. Habe aber selber nicht unendlich viel davon geöffnet, deswegen wollte ich nochmal versuchen, dieses schöne Kappa dort zu bekommen. Und jetzt kurz zum Gewinnspiel. Wie immer machen wir die Auslosung im übernächsten Sonntagsstream. Wir verlosen zweimal 10 Euro Gutscheine für meinen Online-Shop. Und zum Mitmachen gerne den Kanal abonnieren, damit ihr die Auslosung nicht verpasst. Und das Video liken, wäre super. Und dann einfach einen Kommentar da lassen mit Hashtag Kartinvestor und dann schreibt mir irgendwas dazu, wie ihr das Set Entwicklung in Paldea oder Zenith der Könige findet. Und dann wünsche ich euch schon mal viel Glück. Und jetzt starten wir mit dem ersten Pack, Leute. Dieses Carpador ist sehr, sehr wild. Und wenn wir das ziehen, bin ich mehr als happy. Haben wir erstmal mit einem schönen Luxray gestartet. Auf jeden Fall. Boah, ich muss euch noch eine Karte zeigen. Stopp, das muss ich euch noch zeigen. Die habe ich gekauft im Laden heute und ich habe mich so gefreut. Das ist einfach ein Menschenfresserkäfer aus LOB, dem ersten Set in erster Auflage und sogar auf Englisch. Muss ich euch kurz halten. Nichts mit Pokémon zu tun, aber ich feiere den so hart. Kostet auch nicht unendlich viel, vielleicht zwischen 40 und 60 Euro, irgendwie sowas. Aber ich sag's euch, Leute. Der hat mir für mein Masterset wirklich noch gefehlt und er ist so cool einfach. Also, oh, das ist eine schöne, schöne Karte. Wokidi und Mimikma. Boah, dieser Menschenfresserkäfer, wow. Ja, ansonsten, was gibt es noch Neues im Laden, Leute? Reden wir natürlich im Sonntagsstream viel drüber. Also, ich finde die Streams auch zurzeit Hammer. Ich kann es euch nur empfehlen, Leute. Es macht wirklich mies viel Spaß und wir unterhalten uns echt viel dabei und klären alle Fragen, was ihr wollt, was euch auf dem Herzen liegt. Wir haben immer genug Zeit, die Streams gehen so im Schnitt, ich würde sagen 7-8 Stunden. Ich hoffe einfach nur auf dieses Carpador, alles andere ist mir eigentlich egal. Muss auch nicht die Enigmara sein, auch wenn es die teuerste Karte ist. Dieses Carpador sieht so cool aus. Und leider nichts. Auf jeden Fall, ich habe jetzt geplant, ich habe die letzten zwei Tage damit verbracht, im Laden rumzulaufen, auszumessen. Und ich habe mir so viele Gedanken gemacht, wie ich umbauen kann. Weil ihr habt es im Stream vielleicht schon gehört, wir planen nächstes Jahr unseren zweiten Laden zu eröffnen. Und das ist ein mega, mega, mega Projekt. Der sieht ganz nice aus. Quaqual EX. Das ist das größte Projekt, was ich jemals vorhatte. Ich will es aber durchziehen und wir klären gerade 1000 Sachen ab und planen das bis ins letzte Detail. Und der Plan ist schon weit vorgeschritten, es ist schon krass geworden. Und ich will halt nochmal im Laden umbauen, damit man es dann auch so lassen kann. Und ich habe wieder 1000 Ideen. Vorher muss auf jeden Fall noch eine Roomtour kommen. Aber ich habe so viele Ideen. Ich will komplett neue Schränke machen. Und boah, ich muss euch das auf jeden Fall meine nächste Roomtour zeigen. Und ansonsten sind wir mit den Dreierblistern durch. Oh, schade, Schokolade. Dann habe ich noch die zwei Einzelpacks. Müssen nicht unbedingt gönnen, aber ein kleiner Hit würde ich schon gerne mitnehmen. Wir haben Mirabla, eins meiner Lieblings-Pokémon.
Aua, der Birnenmann, Birnenboy, sehr, sehr schlechte Karte. Feier ich gar nicht, bin auch sauer, weil in einem Set sind 100 Altarts gefühlt und ich ziehe Birnenboy. Kein Problem, wir haben noch ein Pack. Komm, Baby. Eben Molga. Let's Fats, Janma. Komm, komm, ah, Schmutz. Komplett tot, kein Problem, denn jetzt kommt das Ding, warum ich dieses Video überhaupt gedreht habe, weil ich diese ETB öffnen wollte. Ich weiß nicht, was will ich ziehen? Also es muss nicht unbedingt was Goldenes sein. Ich hätte gerne die ein oder andere Altart noch. Sowas wie Suicune würde ich feiern. Darkrai war sehr, sehr schön in dem Set. Gibt schon ein paar coole Karten. Oh, Mewtwo würde ich anders feiern. Den habe ich nicht einmal für mich gezogen. Dieses Mewtwo ist meine Chase-Karte. Komm, Baby, den gönne ich mir jetzt. Mit Ansage. Komm. So, Baby. Und, wow, cool. Super. Oh, es killt mich jedes Mal. Dieses Set gönnt bei mir einfach nicht. Aber ich darf noch nicht Auge machen. Noch ist alles offen, Baby. Komm, jetzt gib mir dieses Mewtwo einfach. Ach, Schmutz. Relaxo in Stoff. Nehmen wir auch mit. Komm, Baby. Täusch mich jetzt nicht. Also bis jetzt haben wir... Insgesamt kostet der Spaß eine Huni. Bis jetzt würde ich sagen, magere Ausbeute. Wir schauen nochmal gleich nochmal rüber. Aber es muss jetzt was kommen. Das ist eine ganze ETB. Komm, 10 Packs müssen mir das schöne Mewtwo gönnen. Oh, da ist das schöne Pikachu drin. Das feiere ich. Und so ein Hund. Nehme ich auch mit. So. Bisschen. Oh, da leuchtet es. Und wir haben. Oh, boah, was ist das für eine Printline? Was? Energie und Zamazenta Vista. Oh Mann. Tuff. 4 Packs haben wir noch übrig. Jetzt gönn doch mal, bitte. Komm schon. Smogmog. Es ist immer das. Ich habe wirklich, ich sag's euch, warum ich auch so angespannt bin bei dem Set. Ich habe mit Fritz zusammen bestimmt 100 Tinboxen aufgemacht. Diese normalen, wo immer 4 Booster drin sind. Auch die großen mit 6 Boostern. Und wir haben so eine Pechsträhne gehabt mit diesem Set. Das war wirklich unfassbar. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir ausgegeben haben zusammen, aber wirklich weit über 1000 Euro. Und es war nichts drin. Das war wirklich belastend. Und ich ziehe hier den, wie heißt der nochmal? Wie hieß der nochmal auf Deutsch? Schlaraffel oder so ähnlich? Genau, Schlaraffel, glaube ich, heißt der. Komm, 2 Packs sind noch da. Komm, mach mich nicht traurig. Komm schon, Baby. Gib mir eine Altart. Komm schon, alles außer den Fisch. Ah. Letzter Booster. Oh. Komm, Baby. Einmal die Gönnung jetzt im letzten Pack. Komm schon. 100 Euro, Baby. Eine gute Karte. Ich will gar nicht hingucken. Tot. Ah. Ich wollte nur eine Altart. Ich hätte jede 5 Euro Altart genommen. Nur eine coole Karte wollte ich haben. Oh Mann, wie belastend. So, wir haben das Pikachu, ist die beste Karte, die wir gezogen haben. Wir haben Birnenboy. Dieses neue Starter-Pokémon. Das war's leider, meine lieben Freunde. Also manchmal ist das so, dass man nicht die fetteste Ausbeute hat. Aber ich bin eigentlich auch nicht der Typ, der sich so darüber ärgert, wenn er mal schlecht zieht. Aber dieses Set hat mich komplett getötet, wirklich. So eine lang anhaltende Pechsträhne habe ich noch nie gehabt. Nicht eine coole Karte mal bekommen, die ich ziehen wollte. Aber ich weiß es nicht, ob ich es überhaupt nochmal probieren soll mit dem Set. Vielleicht irgendwann mal noch eine kleine Box irgendwie zwischendurch mal. Aber ich finde immer noch, dass es eins der besten Sets der letzten Jahre ist, weil es gibt so viele Hammerkarten, über die man sich freuen kann. Also alle anderen außer ich halt, weil ich kriege halt nichts davon. Ist halt so. Muss ich mich mit abfinden. Hab irgendwie auch schon mit gerechnet, aber ich habe eigentlich gedacht, irgendwie, weil es die letzte Box ist, ein bisschen Magie drin. Was willst du machen? So ist das manchmal. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel und nicht vergessen, der Sonntagstream ab jetzt ab 16 Uhr jeden Sonntag einfach hier auf YouTube einschalten. Abo dalassen und dann würde ich sagen, okay, ciao.